Die große Sozialreform der Ampelkoalition kann kommen. Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil zum Bürgergeld beschlossen. Zähl mal so ein bisschen auf. Also knapp 12% mehr Geld statt knapp 450, jetzt gut 500 für Alleinstehende plus Miete und Heizung. Der Freibetrag für Ersparnisse wird deutlich erhöht auf 15.000 Euro. Man kann mehr dazu verdienen, mehr Fort- und Ausbildung ist möglich. Und die Sanktionen werden ja immerhin abgemildert. Bürokratie wird etwas abgebaut. Also ja, da würde sich es quasi gar nicht lohnen, morgens aufzustehen und arbeiten zu gehen. Ne? Also ganz einfach. Also die Leute, die dann halt quasi den ganzen Tag zu Hause sitzen, die haben dann ein besseres Leben, wie ich, den ganzen Tag arbeiten geht. Also die Rechnung geht halt gar nicht auf. Da gibt es eine Familie, einmal mit drei Kindern, einer arbeitet Vollzeit, Geringverdiener. Der hat, wenn er arbeiten geht, 880 Euro weniger, als wenn er das Bürgergeld bekommt. Das verschiebt etwas in Deutschland. Nein, das tut es nicht. Es verschiebt etwas in Deutschland. Euro mehr, Herr Lindemann, das wissen Sie. 880 Euro mehr für eine Familie mit drei Kindern. Wie wollen Sie das jemandem rechtfertigen, einen Geringverdiener, der in Deutschland jeden Morgen 6 Uhr aufsteht, auf den Wecker klopft und arbeiten geht? Wie wollen Sie dem das rechtfertigen, dass der 800 Euro weniger hat? Machen wir doch mal die Rechnung auf. Allein mathematisch lohnt es sich doch kaum mehr zu arbeiten für jemanden, der wenig verdient. Ein Vollzeitarbeitender Mindestlohnempfänger nach dem neuen Mindestlohn bekommt 2080 Euro brutto, 1404 Euro netto. Der wird locker eingeholt von einem Bürgergeldbezieher mit 502 Euro Regelsatz plus, und das ist der springende Punkt, die Übernahme sämtlicher Wohn- und Heizkosten, egal ob die angemessen sind, egal in welcher Höhe, weil sie nämlich die Karenzzeit eingeführt haben. Das bedeutet, während der normale Arbeitnehmer seine Wohnung nicht mehr heizen kann, kann der Bürgergeldempfänger der 130 Quadratmeter Altbauwohnung in Charlottenburg beheizen oder sein Einfamilienhaus in Tegernsee. Das ist genau das, was Sie hier einführen, und das ist ungerecht, meine Damen und Herren. Und während ein Lkw-Fahrer seinen Führerschein, sogar seinen privaten, riskiert bei einem Fehlverhalten, ein Selbstständiger sein Haus, weil sein Betrieb zum Beispiel auch aufgrund ihrer Politik pleite geht, ein Fassadenreiniger oder Fabrikarbeiter sein Leben bei einem Betriebsunfall, was riskiert der Bürgergeldempfänger, wenn er vor die Jobcenter-Mitarbeiterin mit einem fetten Grinsen tritt und sagt, ich habe jetzt aber keinen Bock? Er riskiert gar nichts, denn wir haben ja Vertrauenszeit, wir haben ja Kooperation, wir heben ja sämtliche Sanktionen auf, und das ist genau der falsche Weg, das ist das falsche Signal an die Öffentlichkeit, meine Damen und Herren. Die implizite Frage, die Sie mit dem Bürgergeld doch stellen, ist, warum bist du so blöd und arbeitest eigentlich noch?